Den Täter zieht's zurück zum Platz. Markus Spötzl, 24, Linksverteidiger, ein A-Klasse-Spieler mit Hang zum Höheren, quadratisch, praktisch, gut. Macke ist eher ein bisschen ein ruhigerer Typ, der aber immer positiv gestimmt ist, immer gut gelaunt ist. Wie gesagt, mit dem, den wünscht sich jeder Trainer in der Mannschaft. Bei solchen Toren. Der Palle holt auf rechts aus den Boy, passt zum Schmitti und der passt dann zu mir und die lassen Arme auftitschen und dann ja, reit es den. Fertig. Nicht ganz, denn der Shaqiri vom TSV Assling ist traurig. Er kann nicht mehr zum Training. Dienstags und donnerstags muss er in die Schule, macht seinen Fachwirt an der Akademie für Handel in Rosenheim. Auch da ist er ehrgeizig, beißt sich fest, wie beim Kicken. Beißer, typischer. Wadelbeißer, genau. Also ganz klar, eigentlich auch vor allem von seiner Größe her, er scheißt sich von nix. Der schießt einfach mal drauf und trifft. Zum Bayern-Treffer des Jahres. Der Titel passt. Denn seit dem 15. August 2017 hat er nicht mehr getroffen. Der Spaß am Fußball ist geblieben, der Beruf geht momentan vor und die Erinnerung an das Tor lebt.